Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wunderbar. Hier oben wird noch das Buschwerks und der Baum entfernt. Aber Maki hat schon angefangen hier zu pflanzen. Und ich bin überrascht, hier gehen offensichtlich nur 3x3 Bäume rein. Das ist natürlich nicht viel. Und wir konnten es ja auch nicht erweitern. Oder können wir es noch erweitern? Doch, jetzt geht es. Interessant, oder? Ja, dann machen wir das auf jeden Fall nochmal, weil wir werden wohl ein paar Bäume mehr brauchen. Machen wir hier unten einfach noch eine Reihe dran, so. Das geht wiederum nicht. Interessant. Komisch, oder? Also. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Platz für Bäume. Als eine dauerhafte Holzquelle brauchen wir halt. Das Wachstum für diese Bäume ist, glaube ich, recht lang, nämlich 24 Tage, Leute. Das ist sehr lang. Aber gut. So ist das nun mal. So, jetzt gehen die Leute schlafen. Das heißt, wir machen die Geschwindigkeit mal hoch, damit wir nicht die ganze Nacht jetzt hier ohne Aktivität... Ach, das ist ja auch cool. Die teilen sich eine Matte hier, die beiden. Nein, in Wirklichkeit hat er hier um das Lagerfeuer gesessen. Nicht auf der Matte gelegen oder gesessen. So, und 19 Uhr, unser Fest ist jetzt vorbei, aber die meisten haben eh schon gepennt. Es gab ja, in der letzten Folge haben wir eine Meldung bekommen, dass um 19 Uhr das Überleben gefeiert werden soll. Mal gucken, haben sie es denn gemacht? Haben sie ihren Stimmungsboost bekommen? Nee, nicht wirklich. Aber Jack hat's gemacht. Celebrated the Camp. Also das haben tatsächlich nicht alle gemacht. Eigentlich hat es keiner gemacht, außer Jack. Jack ist der Einzige, der gefeiert hat, dass wir so weit überlebt haben. Schade, schade. So, das nächste, was wir bauen, ist eine Möglichkeit, dass unsere Leute mal im Sitzen essen können, weil das ist halt immer noch eine negative Sache hier. Ich musste im Stehen essen und die können wir ausräumen. Relativ einfach natürlich. Nehmen wir hier bei Möbeln einen Tisch bauen. Kleiner reicht auch erstmal. Die essen eh nicht alle gleichzeitig. Stellen wir mal hier hin. Ah ja, die Bänke dazu. Leider nur eine. Chair. So, zack. Können sogar vier Leute dran sitzen, hätte ich gar nicht gedacht. Wunderbar. Da gehen sie hin, unsere Holzvorräte. Aber Leute, das muss sein. Das muss einfach sein. So, da oben wird weiter gepflanzt. Das funktioniert auch mit der angepassten Größe. Das ist gut. Emmeline ist aufgestiegen in Physical. Das ist gut. Sehr schön. Gut, wir kriegen unsere Bäume irgendwann. Dann machen wir erstmal... Das nächste, wir brauchen einen Forschungstisch. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass wir das auch relativ bald brauchen. Bauen wir auch aus Holz und den stellen wir jetzt mal hier so dran. Damit wir uns weitere Sachen freischalten können, weil der Forschungsbaum, der versteckt sich... Der versteckt sich hier bei Manage und Research. Und da sehen wir halt schon, da gibt es noch jede Menge Dinge, die wir freischalten können. Wir kennen schon die Sachen, die bunt sind. Nee, stimmt nicht. Wir können die Sachen forschen, die bunt sind. Und die anderen, da müssen wir erst die Sachen für finden. Oder die anderen Sachen erforschen, die davon abhängen. Hier steht, was wir schon erforscht haben und das ist nichts. So. Das erste, was ich wahrscheinlich erforschen möchte, sind wahrscheinlich die Construction Basics. So, ist es gebaut und da wird schon gemeckert, wir haben keine Forschung. Ja, oder wir nehmen tatsächlich erstmal Schneider. Nee, schneidern möchte ich eigentlich nicht.
Hier kommen so Sachen wie Antibiotika und Erste-Hilfe-Kits, das ist natürlich auch alles wichtig. Strom auch. Natürlich, aber... Das hier dauert nur 3 Stunden und da können wir so einen Blitzableiter bauen. Nee, komm, wir machen jetzt hier... Wir machen Spaceship Deconstruction. Denn wir werden diese Teile nie ganz abbauen können, bevor wir das nicht erforscht haben. Und auch hier, wir können hier abbauen bis zu einem gewissen Grad, aber um dann noch mehr abbauen zu können, braucht man eben diese Forschung. Machen wir das mal zuerst. So, 50 Metallteile. Ah, Buttermelon. Wir haben die, die Melonen, die Kürbisse hier. Buttermelon ist es dann. Erforscht, die können wir jetzt auch anpflanzen und wir bauen deswegen gleich auch ein neues Feld, aber wir forschen auch diese Dinge an, weil das hier, das ist so eine Art Mais, sage ich mal. Das werden wir jetzt erstmal erforschen für weitere Nahrung und wir machen ein kleines Feld. Tja, wohin? Machen wir es hier hin. Kleines Feld mit Buttermelons. So, okay. Kriegt Maki wieder was zu tun. Maki kocht gerade. Okay, hier sind ein paar Tiere eingetroffen, die vorhin noch nicht da waren. Die sind auch friedlich, also scheint relativ friedlich zu sein. Sind die auch? Aber jetzt, wo wir hier drüber Bescheid wissen, können wir die auch schon entfernen und auch zubereiten. Deswegen... werde ich die mal ernten. Harvest, 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 Harvest. Aber nur die Reifen. Und die können wir dann auch zum Zubereiten von Nahrung verwenden, natürlich. Und hier wird auch schon das erste Mal am Tisch gegessen. Wunderbar. Ich finde, dann haben wir eigentlich auch schon einen schönen Screenshot für... das Thumbnail. Na, im Hintergrund stürmen mich so ein bisschen die Hervorhebungen. Müsst ihr jetzt mit durch? Thumbnail-Suche. Okay. Und weiter geht's. Gut, da wird auch gearbeitet. Wird immer ein bisschen großzügiger freigemacht. Das ragt ja nicht direkt aufs Feld drauf, aber ihr seht ja hier, dass auch das Gras, das ist ein bisschen schade, finde ich sogar, dass das Gras hier so verschwindet. Auf der Anbaufläche ja, aber der Streifen drumherum müsste meines Erachtens gar nicht sein. Aber gut. Und das wird dann halt mit entfernt, was noch in diesem Streifen ist. So, und da wird schon eingepflanzt. Hier gibt es dann bald Kürbis. Oder Buttermelon, wie es heißt. Wir haben zu wenig Speicher. Wir haben nicht genug Platz, um hier die Buttermelons einzulagern. Das heißt, wir brauchen schon wieder ein neues Lager. Und jetzt müsste ich glatt mal schauen. Naja, okay, also wir müssen mal kurz in die Forschung schauen. Ja, Pickling. Pickling ist sehr wichtig. Müssen die Forschung hier nochmal absagen und Pickling forschen. Pickling können wir auch erst forschen, seitdem wir die Buttermelons geerntet haben. Vorher wussten wir darüber noch gar nicht Bescheid. Das ist halt einlegen, einwecken, damit wir die länger haltbar machen können. So, jetzt brauchen wir erstmal ein neues Lager. Jetzt werde ich ein Regal bauen.
Wir machen erst einen Unterstand. Jetzt bauen wir einen aus Holz. Und den bauen wir auch doppelt. Mhm. Und dann kommt da ein Regal rein. Wieso blockiert der jetzt? Okay, wir warten, bis das fertig ist. Und die legen sich schon wieder hin. Es ist schon wieder dunkel. Ich gönne mir einen Schluck. Wir schauen den Leuten beim Schlafen zu. Hm. Wir haben die Kürbisse zum Essen erlaubt. Das ist eigentlich blöd. Wir können die hier auch zubereiten übrigens. Es gibt hier eine Veggie-Soup. Da können wir auch gerne 4 von vorhalten. Immer, die wird direkt aus diesen Vegetables gekocht, also aus Gemüse. Und wir haben im Moment halt nur Buttermelon als bekanntes Gemüse, also wird auch nur Buttermelon verwendet. Das machen wir glatt mal. Und dann können wir eigentlich die Emergency Rations rausnehmen. Die bewahren wir uns dann für Notfälle auf. Und kochen halt erstmal nur die Buttermelons weg. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal speichern, lagern und danach auch einlegen. Dann können wir da nämlich noch andere Sachen draus machen. Wie weit haben wir das schon erforscht? 16%. Okay. Jetzt essen sie das Zeug halt alle erstmal roh, das muss ich noch verbieten. Ich lasse die jetzt erstmal durchessen, damit sie alle auch satt sind. So. Und dann kommt das Rohfood aber raus. Copy. Paste. 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 Okay. So, kann ich jetzt ein Regal hier vorher platzieren? Ich verstehe gar nicht, warum das vorher gar nicht ging. Ja, jetzt geht's. Okay, so. Also ein Regal hier. Ein Regal hier. Da passt dann auch schon mal ein bisschen mehr rein, glaube ich, als hier. Beziehungsweise kann in das Regal, können in die Regale auch nicht alle Sachen gelagert werden. Einige Sachen sind halt nur so auf dem Boden zu lagern. Aber das Essen und so, das geht hier halt sehr gut rein. So, und Emmeline fängt an zu kochen. Dabei kann sie das gar nicht am besten. Emmeline, doch, Emmeline. Emmeline ist tatsächlich unsere beste Köchin. Das passt also schon. Und sie macht die erste Veggie-Soup. Vielleicht sollten wir das nochmal ändern. Aus 10 Veggie-Soups, aus 10 Buttermelon werden 2 Veggie-Soups. Ich möchte, dass wir 6 haben. Ein bisschen Reserve da ist. So, jetzt baut Grayson. Grayson ist halt eben auch unser Konstrukteur. Das geht hier oben auch schneller. Da oben. Construction 3 ist tatsächlich der beste, den wir haben. Neue Ressource, Veggie Soup. Sehr schön. So, Maki hat Risiko eines Zusammenbruchs. Er hat einen Burnout. Ja, wir müssen vielleicht mal gucken. Ja, die haben jetzt halt auch das rohe Gemüse gegessen. Das ist auch nicht gut. Drowsy fühlt sich nicht so gut. Emmeline hat sie genervt. Unterbrochener Schlaf. Okay, wir müssen hier ein bisschen was zum Tun. Also ein bisschen was für Unterhaltung tun. Das gibt es Gott sei Dank auch. Und zwar ich glaube, am Anfang haben wir sowas noch gar nicht.
Das ist blöd, wir haben am Anfang gar nichts für Unterhaltung. Was sagt denn die Forschung? Gibt es denn da was? Schwierig, ne? Wir könnten denen bessere Betten bauen. Können wir nicht. Da fehlen uns Stoffe für. Ja, Stoffe. Genau. Stoffe kriegen wir zum Beispiel hier von solchen Dingern. Dass, die enthalten halt Fibers, also Fasern, die wir dann spinnen können zu Stoffen. So, bleib mal schön von unseren Feldern weg hier. Die werden ja wohl nicht unsere Felder fressen, oder? Stellt sich da einfach drauf, als würde das Feld jetzt ihr gehören. Oder ihm, wer weiß. Es blutet scheinbar. Oder hat es das Feld beschädigt? Nein. Okay. So, da sind die Buttermelons eingelagert jetzt auch. Wunderbar. Wir nehmen jetzt alles Essbare aus diesen Lagern raus. Hier. Kein Raw Food, kein Cooked Meal. Und das kopieren wir jetzt auch. Und das wenden wir auch auf dieses Lager an, auf diesem Lager an. Und jetzt wird das Zeug hier rausgeholt und hier in diese Regale gelegt. Jack hat eine coole Ausrüstung, ne? Habe ich schon gesehen beim Bekleiden. Der hat hier schon so eine synthetische Weste, offensichtlich auch mit ein bisschen Schutz, also mit Panzerung dran. Denn Jack auch unser Kämpfer? Das ist jetzt die Frage. Ja, er ist gut im Kampf. Dem sollten wir vielleicht die Energiewaffe auch geben. Das können wir eigentlich auch mal direkt sagen. Waffe, Laserpistole. Wir haben nämlich nur eine. Dann soll er die schon mal ausrüsten. Ja, drei sind unbewaffnet. Kommt dann nochmal als Erinnerung. Wissen wir ja. Kriege ich jetzt auch nicht mehr weg, oder was? Kann ich nicht schließen, die Meldung? Ungewöhnlich. Thunderstorm, oh weia. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommt nämlich tatsächlich ein Donnersturm und, also Thunderstorm, Blitzgewitter. Jetzt haben wir keinen Ableiter, keinen Blitzableiter. Jetzt, haben wir das Pickling fast fertig. Jetzt nehmen wir als nächstes mal die Lightning Rods. Weil das Pickling will ich jetzt schon durchhaben. Und ich mache die Geschwindigkeit mal rauf. Weiß nicht, ist der Thunderstorm jetzt? Ja, ja. Der ist jetzt. Vielleicht haben wir Glück und es schlägt nichts ein. Grayson hat jetzt ein Zusammenbruchsrisiko. Ist nass geworden. Gibt auch nochmal minus 6 Stimmung. Ja, und jetzt wird auch schon wieder gleich geschlafen. Exquisite Meal hier, das ist wunderbar. Und hier, abwechslungsreiches Essen. Da freuen die sich auch, das gibt auch einen Stimmungsbonus. So, Research Pickling. Jetzt können wir hier bauen, so ein Fermentierfass. Und davon bauen wir jetzt auch welche. Und zwar direkt 4 Stück mal. Jetzt fehlt uns Holz, wir müssen also einen weiteren Baum fällen. Minimum einen. Der ist ausgewachsen. Wie gesagt, ich nehme nur die ausgewachsenen. So, 4 Stück fällen wir. Ne, 3 Stück fällen wir jetzt. Und den hier. Wir sind noch am Beobachten hier. Das ist aber fast fertig. Dann können wir eigentlich schon diesen Baum mal beobachten. Weil das ist der einzige in der Nähe. Da hinten sind noch mehr, aber. Da ist auch noch einer. Wie gesagt, fällen. Den letzten Baum fällen und nicht erforscht zu haben, ist echt eine schlechte Sache. So, da haben wir jetzt das erste Fermentierfass. Und hier können wir jetzt sagen, wir machen Pickled Vegetables. Und zwar machen wir das einfach für immer.
Und dann haben wir hier nämlich ja haltbar gemachtes Gemüse drin. So, forever. Dann kriegen wir halt 50 Pickled Vegetables. So, da kommen sie rein. Die sind jetzt drin. Aus 100 Buttermelon, also aus einem Stack, werden 50 Pickled Vegetables. So, wo wir jetzt schon nicht mehr genug haben, aber die anderen sind auch alle reif geworden, können wir die mal eben einsammeln. Collect, nee, nicht Cut, Harvest. Schwupp, schwupp. Na, super, der war wieder nicht. Ah, da ist auch noch einer. Gut. Damit wir die Fässer alle voll kriegen. Und jetzt können wir das kopieren. Copy. Ah, ne, da wird nur der. Okay. Müssen wir für alle machen. Forever. So. Und jetzt haben wir hoffentlich noch genug über zum Kochen. Ja, das sieht gut aus. Und hier wachsen sonst ja auch schon die nächsten. Wunderbar. Ah, ist ein richtig cooles Spiel. Sehr entspannend, macht sehr viel Spaß. Grain Cop. Das ist dieser Mais. Da können wir jetzt ja eine Art Getreide halt ernten. Das heißt, das machen wir mal. Wir werden die mal kurz alle harvesten hier. Und ein kleines Feld anlegen. Farm, Grain Cop. Zack. So. Kriegen wir auch neue Sticks. Big Evergreen Tree. Warte, Moment. Schon fertig mit dem Erforschen. Wow, das ging jetzt aber wirklich sehr schnell. Dann gucken wir uns jetzt diese Pflanzen an. Könnte auch Tabak sein. Könnte auch Tabak sein. Weiß gar nicht, ob es sowas wie Heilpflanzen überhaupt gibt. Das ist natürlich immer eine Hoffnung, ne? Aber gut. Also das mit diese Bäume gingen sehr schnell. Die wachsen schneller. Die brauchen halt nur 18 Tage. Im Gegensatz zu diesen 24. Aber die geben halt auch weniger Holz. Ne? Deswegen jetzt diese hier angebaut zu haben, ist schon okay. Frag mich, warum hier nicht eingepflanzt wird, Marki. So, ah ja, genau, wegen des Spaceship Salvage. Mehr geht nicht. Der nächste Prozess, die nächsten 6 Schritte brauchen halt hier eben Spaceship Deconstruction, hatte ich ja gesagt. Und wir haben gerade gar keine Research, das heißt, wir müssen da sowieso mal wieder rein. Und da machen wir nämlich, ach, jetzt haben wir hier so viele neue Sachen auf. Wir können jetzt brauen, destillieren, Cerealien, also Getreidekaffee, Antibiotika-Produktion, das ist alles wunderbar. Aber jetzt machen wir das Spaceship Deconstruction weiter. Das haben wir nämlich ja schon teilweise erforscht. Und die Lightning Rods, genau. Damit wir für den nächsten Gewittersturm gerüstet sind, platziere ich jetzt hier so einen Blitzableiter. Braucht er jetzt Scrap Metal, okay. Damit wir hier geschützt sind und in unser Camp nichts einschlägt. Ich glaube, wenn wir das hier jetzt erforscht haben, können wir danach mal die Tiere hier beobachten, die um uns herumlaufen. Vielleicht nicht die Insekten zuerst, sondern diese hier, weil da weiß ich, da gibt es Fleisch und Leder. Bei den Insekten weiß ich es noch nicht. So, der hat 100, was transportiert der? 100. Ja, 100 von diesem Zeugs halt. Ja, von welchem Zeug? Ja gut, dass er die ganze. Er hat alle Pflanzen zusammengeerntet. Das ist dieses Grain, dieses Getreide. Insufficient Storage. Für Holz ist nicht mehr genug Storage da. Gut, da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir noch ein weiteres Lager anlegen. Wir nehmen aus diesem Lager mal die First Aid Kits raus. Also Medizin nehmen wir raus. Waffen und Kleidung nehmen wir auch raus. Copy. Paste. Und die können halt hier mit rein.
Dann ist hier wieder mehr Platz, weil die Sticks, die können nicht in die Regale. Okay. Aber hiervon auch ein paar Bäume setzen. Ist wahrscheinlich nicht das Dümmste, was man machen kann, ne? Oh, da wird auch wieder total viel von entfernt dann. Gut, hier sind jetzt welche von diesen Pflanzen dabei, aber wenn wir sie gleich erforscht haben, können wir eh selber welche anpflanzen, anbauen. Gut, okay. Ja, und dann haben wir schon wieder eine perfekte Folgenlänge um. Das war Stranded Alien Dawn, zweite Folge. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao!